Liebe Fernsehzuschauer, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, ich freue mich ganz sehr und begrüße Sie sehr herzlich, ebenso herzlich, zu einem Fernsehgottesdienst hier in unserer kleinen, aber sehr schönen Martin-Luther-Kirche zu Wittstorf. Für uns Erzgebirger ist in der zurückliegenden Woche eine sehr schöne Zeit zu Ende gegangen. Die Advents- und Weihnachtszeit wurde am 2. Februar beendet. Sichtbares Zeichen dafür sind, dass die Lichter in den Vorgärten, in den Fenstern gelöscht wurden. Kirchlicherseits beginnt nun ein neuer Jahresabschnitt. Es ist die Zeit vor der Passion, die Zeit vor den Leiden Christi. Der heutige Sonntag, der 6. Februar, ist der 4. Sonntag vor der Passionszeit. Wir wollen diesen Gottesdienst beginnen und feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott hat zugesagt, ich bin dort, wo meine Kinder sind, und deshalb rechne ich damit, dass Gott auch in diesem Gottesdienst anwesend ist. Lasst uns miteinander ihn begrüßen und beten. Barmherziger Gott, dein Wort sagt uns, du kommst auf uns zu. Herr, wir erfahren auch heute wieder, was sich da ereignet. Und ich danke dir, dass diese Botschaft uns erreicht und uns Mut macht. Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unseren Herrn. Amen. Als Lesung für diesen Sonntag hören wir Worte aus dem 2. Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Sie stehen im 1. Kapitel, es sind die Verse 8 bis 11. Paulus schreibt: Ihr sollt wissen, Brüder, dass ich in der Provinz Asien in einer ausweglosen Lage war. Die Belastung war so groß, dass sie über meine Kraft ging. Ich hatte keine Hoffnung mehr, mit dem Leben davonzukommen.
Ich fühlte mich wie einer, der sein Todesurteil empfangen hat. Das geschah aber, damit ich nicht auf mich selbst vertraue, sondern mich allein auf Gott verlasse, der die Toten lebendig gemacht hat. Und tatsächlich, er hat mich vor dem Tod gerettet. Er wird es auch in Zukunft tun. Ich vertraue ihm, dass er mich wieder retten wird. Eure Gebete für mich tragen mit dazu bei. Aus vielen Herzen wird dann der Dank für das, was Gott an mir getan hat, zu Gott aufsteigen. Amen. Liebe Zuschauergemeinde, in der vergangenen Woche habe selbst ich meine Weihnachtsdekoration abgebaut. Ich gehöre zu den Liebhabern, die mit den vielen schönen Dingen gerne noch die Zeit zwischen den Jahren etwas festhalten. Aber jetzt sind wir endgültig im Alltag des Jahres 2022 angekommen. Andere Bilder prägen jetzt das Lebensgefühl. Eins davon hat es sogar bis auf das Altarparament mancher Kirchen geschafft. Ein Boot. Was wird das Jahr bringen? Wird es eine gemütliche Gondelfahrt auf einem beschaulichen Teich? Oder wird es eine Fahrt durch stürmische See? Vermutlich wird beides vorkommen. Das eine mag ich, das andere wird mir nicht erspart bleiben. In unserem heutigen Predigttext bereitet Jesus seine Jünger auf stürmische Zeiten vor. Mir sind darin zwei Botschaften aufgegangen. Zur ersten möchte ich sie jetzt gerne hinführen. Ich lese uns aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 14, ab Vers 22. Jesus drängte seine Jünger, dass sie mit dem Boot vorausfahren ans andere Seeufer. Er selbst ließ die Leute nach Hause gehen und stieg dann allein auf einen Berg, um zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch dort.
Das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Gegen Morgen kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als sie ihn sahen, erschraken sie. Sie meinten, es sei ein Gespenst und schrien vor Angst. Jesus rief ihnen zu: Habt keine Angst, ich bin's, beruhigt euch. Selbst beim Lesen würde ich am liebsten die Luft anhalten. Jesus inszeniert diese Situation. Er drängt die Jünger ins Boot. Er schickt sie auf dem Boot in die Nacht. Und er weiß, was kommt. Die Jünger wissen es noch nicht. Er schult ihren Glauben. Jesus weiß, dass die Jünger und ihre späteren Gemeinden stürmische Zeiten erleben werden. Er weiß, dass sie es mit lebensbedrohlichen Situationen zu tun kriegen. Und er vermittelt ihnen eine wichtige Botschaft. Ich bin bei euch, auch wenn es hart auf hart kommt. Und sichtbar für alle Augen kämpft er sich durch die Wellen, um bei seinen Jüngern zu sein. Und die Wellen können ihn davon nicht abhalten. Beim Schreiben der Predigt wurde mir ein Gedanke bewusst. So ist Jesus bis heute. Bis heute kämpft er sich durch die Wellen durch, um in unserer Nähe zu sein. Er kämpft sich durch bis in die Stresssituationen. Er kämpft sich durch bis in die Krankenhäuser. Er kämpft sich durch in die Werkhallen. Er kämpft sich durch in die Klassenzimmer. Er kämpft sich durch bis ans Cockpit der Fahrzeuge. Und er sagt: Ich bin bei euch. Das gilt. Da draußen auf dem Meer kommt es zu einer merkwürdigen Situation. Eine erstaunliche Episode. Matthäus schreibt weiter: Da fasste Petrus Mut und sagte: Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, ruft Jesus. Und Petrus verlässt das Boot und geht auf dem Wasser auf Jesus zu. Als er aber die hohen Wellen sieht, bekommt er Angst. Er beginnt zu sinken und schreit: Hilf mir, Herr! Jesus streckt sofort seine Hand aus, fasst Petrus und sagt: Du hast zu wenig Vertrauen, zweifle nicht. Dann steigen beide ins Boot und der Sturm legt sich. Die Jünger im Boot werfen sich vor Jesus nieder und rufen: Du bist wirklich der Sohn Gottes. Petrus ist überwältigt. Wird er übermütig? Wird er wagehalsig? Jedenfalls spürt er: Ich bin doch Jesus' Schüler. Und er fragt Jesus gleichsam: Darf ich diese Kraft auch nutzen? Und überraschenderweise sagt Jesus: Ja, du darfst. Komm. Ich ahne einen Grund. Es gibt Lebenssituationen, in denen muss ich meine Sicherheiten verlassen. Wenn Menschen im Umfeld in Not geraten sind, wenn ich helfen will, muss ich raus aus meiner sicheren Zone, aus meiner kleinen Privatsphäre, in der ich zu Hause bin, oder aus dem Schutzraum der Gemeinde heraus hin zu den Menschen, die in Not geraten sind. Aber dort, wo Not ist, gehen die Wellen hoch. Und dann brauche ich eine Antwort auf die Frage: Werde ich untergehen oder kann ich mir den Ausstieg aus der Sicherheit leisten? Dieser Bericht aus der Bibel sagt: Wenn Jesus ein Ja in dein Herz legt, dann geh los. Dann hat das Wasser Balken. Nochmal zurück zum Text. Petrus hat das verstanden. Er riskiert den mutigen Schritt aus dem Boot. Er lässt die Sicherheit hinter sich. Und Jesus ist ein guter Lehrer. Er gibt ihm Hilfestellung. Und sofort, so steht es hier, greift er ein, als sein Schüler überfordert ist. Das Fundament ist gelegt.
Wenn es nötig ist, gibt Jesus seinen Jüngern große Kraft. Er macht sie fit für stürmische Zeiten. Ich lese für mich: Auch das ist möglich. Behalte Blickkontakt zu Jesus und geh los. Wenn Jesus dich in riskante Situationen schickt, du kannst es dir leisten, auch mal die sichere Zone hinter dir zu lassen. Wenn Jesus es sagt, hat selbst Wasser Balken. Er ist stärker als die Wellen. Er wirkt in dir. Mir ist nichts bekannt, dass Petrus später noch einmal übers Wasser ging. Aber diese Erfahrung hat sich eingeprägt. Wir erfahren in den weiteren Schriften des Neuen Testamentes, Petrus ist gereift. Er, die anderen Jünger, die ersten Gemeinden erleben stürmische Zeiten. Und wie in diesem Bericht hat Jesus gehandelt. Mal hat Jesus ihr Lebensschiff vor dem Sinken bewahrt. Mal sind sie ausgestiegen, haben Menschen in Not die Hand gereicht und in die Sicherheit des Gemeindebootes hereingeholt. Sehr direkt und hautnah erleben das in unserer Zeit Christen in Ländern, in denen sie verfolgt werden. Sie berichten von dieser Kraft, die Jesus ihnen gibt. Er kämpft sich zu ihnen durch und erhält sie, erträgt sie. Und sie haben die Kraft, dass sie anderen die Hand reichen. Ich hatte am Anfang gesagt, ich habe zwei Botschaften für Sie. Ich möchte diese beiden Botschaften noch einmal zusammenfassen. Wenn Sie gerade mit rauer See kämpfen, dann rufen Sie zu Jesus und er kämpft sich zu Ihnen durch, zu Ihrem Boot, dass es nicht sinkt. Aber auch die andere Botschaft ist für uns ebenso wichtig. Manchmal legt Jesus uns die Not eines anderen Menschen aufs Herz. Und wir können es uns leisten, dass wir aus der Sicherheit aussteigen, wenn Jesus es sagt. Dann hat Wasser Balken und trägt. Und unser Lehrer ist dabei. Und wenn wir überfordert sind, reicht er uns die Hand. Sofort, wie es hier in diesem Bibeltext steht. Dieser Bericht macht mir Mut für das begonnene Jahr. Also, Leinen los und raus aufs Meer der Zeit. Jesus ist dabei. Ich wünsche Ihnen gute Fahrt. Amen.
Lasst uns miteinander beten und unsere Anliegen in der Fürbitte vor Gott tragen. Himmlischer Vater, danke, dass du in Rufweite bist. Das macht uns Mut. Und so wollen wir beten für Menschen, die in Not geraten sind. Not hat viele Gesichter. Wir beten um deine Hilfe für Menschen, die in Angst sind. Herr, sei bei denen, die Angst haben vor Krieg. Herr, sei bitte stark für die, die von Krankheit betroffen sind. Sei du Mut für die, die medizinische Eingriffe vor sich haben. Sei für die da, die Angst haben vor dem Verlust ihrer Arbeit. Herr, ich möchte beten für die, die große Lasten tragen. Ich bete für die, von denen viel verlangt wird, die an ihre Grenzen kommen. Herr, schenke ihnen Kraft. Ich bete für die, die Verantwortung tragen, von denen viel gefordert ist. Schenke ihnen Weisheit. Ich bete für die, die Entscheidungen fällen müssen. Ich bete für sie um Klarheit und Mut aus deiner Hand. Ich bete für die Christen, die verfolgt werden oder gedemütigt, für die, die bedroht werden. Ich bete für sie um Bewahrung. Herr, ich bete heute um Frieden für unser Land. Herr, ich bekenne dir, dass die Spannung und Spaltung uns zu schaffen macht. Herr, bitte fülle die Gräben auf, die aufgerissen wurden. Ich bete um Verstehen und ich bete um die Bereitschaft, einander zu vergeben. Und ich bete um Heilung für die, die verletzt wurden, an Leib oder Seele. Ich bete auch um deine Hilfe für die ganz alltäglichen Streitfälle. Herr, schenke neue Verbindung, wo Trennung droht. Und ich bete um Mut für uns alle, aus den sicheren Orten auszusteigen, damit wir in deinem Namen anderen die Hand reichen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Fernsehzuschauer, liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen euch einen gesegneten Sonntag. Geht nun hin im Frieden des Herrn. Es segne und behüte uns Gott der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.